Kids hier auf der Kanakirmes. Super, super, super. Hey, 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 hey. Oh, ready, ready, Ja, auf geht's, neue Runde, neues Glück, einsteigen und dabei sein, die nächste Fahrt vorwärts. Ja, so könnte das hier klingen auf dem Kirmesplatz Krange. Ja, mitten zwischen den eigentlichen Schaustellern hätte ich parken können, aber das wird verschoben. Das heißt, eigentlich wäre der ganze Platz hier gefüllt mit Schaustellern, Fahrgeschäften, Fressbuden und Co. Das fällt leider dieses Jahr flach. 2020 wegen Corona, ihr wisst es selber, die Schausteller haben sich ein bisschen Mühe gegeben bzw. haben hier ein bisschen was aufgebaut. Ich sag mal, direkt hier ganz genüsslich den Kasten hingestellt, ne, zum Ritter. Der beliebte Treffpunkt für nette Leute auf dem Kranger Kirmesplatz. Riesen Biergarten, hat auf jeden Fall auf. Auch da ist halt so, man versucht jetzt so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, zu improvisieren. Also ist echt auch cool, dann einfach mal so hier zu sitzen und dann Kanalluft zu schnuppern. Ja, Kranger Kirmes. Krange im der Stadtteil von Herne. Direkt auch hier an der Autobahn gelegen. Entweder nehmt ihr die 42 oder die A2 oder ganz einfach fahrt über die Bundesstraßen, die hier gibt. Also da gibt es auf jeden Fall jede Menge Ideen und Reichtum. Was werde ich machen? Ich werde im Anschluss auf jeden Fall dann ein cooles Video raussuchen von der Kranger Kirmes. Denn meine Aufnahmen fallen ja für 2020 weg. Das heißt, da müssen wir wieder ein bisschen umdisponieren. Aber das machen wir dann alles in der Ruhe liegt die Kraft mit einer extra Folge, mit einem extra Special oder mehreren Teilen. Mal gucken, wie wir das bauen. Ist natürlich schade, ne? Ich sag mal, ich mache das auch mal so. Einen lieben Gruß natürlich dann an alle Kirmesbesucher, die eigentlich hier Wildwasserbahn genossen hätten oder die Achterbahn, alles was es so gibt, Autoscooter, Breakdancer, ne? Auch da ist so nichts, so ein neues Glück hier, super, super. Ne? Ich sag mal, die Rekommandeure, die sich im Kassenhäuschen und Co. am Steuerpult Mühe geben, Leute auf ihr Fahrgeschäft zu locken. Ich selber liebe das, also ne, rekommendieren. Viele sagen auch, ich brauche kein Mikro bzw. keine Verzehrer oder ähnliches, das kann ich auch so rausballern. Und joa, groß geworden auf dem Rummel bin ich nicht, ne, auch wenn wir in Leipzig auch mit der Kleinmesse auch einen schönen Platz haben und auch eine schöne Kirmes, die natürlich auch ein bisschen kleiner geworden ist so über die Jahre, kann ich jetzt für Krange so nicht feststellen. Und ja, die Schausteller haben sich was einfallen lassen. Wir laufen jetzt auch mal da vorne hin. Ich pausiere einfach mal die Kamera und So, spontan ist doch am besten. Das Ganze nennt sich Rummelgastro. Wie ihr gerade gehört habt, habe ich ja gesagt, ich bin zwar nicht auf dem Rummel groß geworden, aber in Leipzig auf unserer Kleinmesse heißt das Ding auch Rummel. Und Rummel, Eingang, Parkplatz und wir haben auch direkt das Glück, Geschäftsführer, Veranstalter, Schausteller und Veranstalter. Genau. Timo Lichte ist mein Name, Fisch aus Lichte. Wir sind seit 6 Generationen auf Kirmesplätzen in Deutschland unterwegs. Und das ist ja der traditionelle Kranger Kirmesplatz, den wir hier bespielen. Natürlich etwas kleiner als sonst, sonst stehen ja hier 500 Geschäfte und jetzt 6. Aber ich denke mal, das ist ganz schön geworden mit den Zelten, Schirme aufsehen und Palmen. Und die Leute, die kommen, finden es gut. Wir kriegen viel Lob und ist natürlich nicht mit einer Kirmes vergleichbar. Aber es hilft in Corona-Zeiten, dass wir durchkommen. Na, aktuell ist ja glaube ich auch schon, dass Schausteller sich dann auch vor der Politik dann einmal groß machen.
Weil es halt, nee, sag mal, es ist einfach so. Nee, sag mal, ich sag da ganz klar, ne, Gastronomie und Co., so ein Schausteller fährt ja nicht einfach mit zum Fahrgeschäft los, sondern es ist ja ein Familienbetrieb, das heißt, da wird ja ganz viel mitgeschleppt. Und wenn es, sag ich mal, das Gurkenverkaufen ist oder, ich weiß nicht, Toilettenwagen oder irgendwas, egal, ich genau. Sag mal, da seid ihr organisiert, dass das Ding Kirmes, ja, weiterhin Kirmes bleibt. Ne? Ich komme aus Hattingen, bei uns, unsere Kirmes stirbt nach und nach aus. Die Schausteller tun sich natürlich auch schwer, weil die Preise alle nach oben gegangen sind. Wenn ich sag mal, Stellplatzgebühren und Co., ich sag mal, so ein Ding, ja, ist ja auch Logistik. Ne? Ich weiß selber, der Breakdancer von Bonham, das braucht auch Zeit, das braucht Mitarbeiter, die müssen auch bezahlt werden. Ja. Und ich sag mal, jetzt auch mit Corona müsst ihr natürlich auch ein bisschen Geld investieren für neue Plakate, neue Werbung. Ja, für alles Mögliche, natürlich. Das baut sich nicht von alleine auf hier, das ist mit Kosten verbunden. Aber das ist dann, das ist halt so. Wenn es schön sein soll, das kostet halt. Und ich denke mal, wir haben uns hier viel Mühe gegeben. Und heute Freitag und Samstags am Wochenende und Sonntags ist dann auch ganz ordentlich Besuch. Und es hilft halt. Und vor allen Dingen, man kann seinem Beruf wieder nachgehen. Ja. Und das ist ja unser Job, nicht nur Geld zu verdienen, sondern den Menschen auch Freude zu bereiten. Und ich sage ganz klar, den Leuchtturm, ja, den sehen wir auf der Krankenkirmes ja auch. Ja, ich meine sogar auf der Seite hier, ne? Ist das? Nee, komm da hin. Hier im Eingangsbereich. Hier vorne? Okay. Achso, ich vertue mich gerade mit dem Tor. Nee, hier ist er. Hier kommen wir mal rein, wenn wir Park and Ride fahren. Und dann steht der Leuchtturm direkt hier vorne. Und ich sage ganz klar, geht nicht zu den großen. Ich sag mal, ne, es gibt so ein, ich nenne es einfach mal Nordsee. Da ist zwar auch ein Backfisch konsumieren, ne, könnt ihr aber mal gucken oder was. Aber ich sage, ihr habt da auf jeden Fall viel, viel mehr. Und ihr unterstützt natürlich dann auch wieder die Schausteller. Und ist halt, ne, ich sag mal, die versuchen natürlich dann auch so ein bisschen auch mit den Freizeitparks dann so ein bisschen noch was zu bauen. Aber letztendlich ist es auch da halt so, dass die Politik da sehr spät mit... Es ist schon sehr schwierig. Ich sag mal, viele dürfen aufmachen. Wir halten uns hier auch an die Abstandsregeln. Und sagen wir so, Veranstaltungen ganz abzusagen. Einerseits muss man natürlich Verständnis haben in diesen Zeiten, aber andererseits ist das ja ein Berufsverbot für uns. Und da wird es für viele eng, vor allem wenn jetzt tatsächlich die Weihnachtsmärkte noch ausfallen sollten. Also weiß ich nicht, wie viele da durchkommen. Ich sag mal ganz spontan, also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich kann auch noch mal gleich den Zuschauern sagen, es gibt ja die Möglichkeit, ne, Weihnachtsmärkte stehen ja auch auf der Kippe. Ich hoffe, dass die Stadt Herne sich da gut aufstellen lässt, dass das dann auch mit allen Sicherheitskriterien und Co., dass das funktioniert, dass zumindest dann der Weihnachtszauber stattfinden kann. Weil dann hat man ja auch die Möglichkeit, dann ja, überlegt man, dann fahrt er halt dann statt zweimal Breakdancer oder ne, dann isst halt zweimal Backfisch oder sowas, da kann man ja natürlich dann auch wieder ein bisschen aufholen. Ich sag mal, ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen, dass der Weihnachtszauber hier auf der, ne, weil das ist ja dann, glaube ich, das zweite Event, Weihnachtszauber? Nee, ist dritte. Mal. Dritte schon. Zweimal war es schon, genau. Okay, das wäre dann das dritte. Und ja, wir hoffen natürlich, dass die Politik dann Einsehen hat und wenn man sich da wirklich strikt an die Regeln hält, Abstandsregeln und so weiter, weniger Geschäfte und einzäunen, keine Ahnung, was da für Ideen gibt, dass wir wenigstens die Chance haben, auch wenn dann vielleicht nur ein Drittel der Besucher drauf dürfen, dass man die Chance hat, ein paar Mark einzunehmen, weil alles andere geht ja auch wieder. Biergärten, Saunen werden aufgemacht, Gastronomiebetriebe dürfen öffnen, Kneipen und so weiter. Und uns untersagt man halt komplett, Geld zu verdienen. Also das ist schon ungerecht. Ja, sehe ich genauso. Ist halt, ne? Ich sag mal, Familienbetrieb und ich sag mal, ich liebe das. Ne? Wenn das ein Familienbetrieb auch ne, mit Junior, Senior, Chef und Co. oder dann halt auch die Tochter mit inkludiert oder sonst irgendwas, finde ich cool auf jeden Fall. Von meiner Seite, ich filme noch einmal dann gerne das ganze Gelände. Wenn alles gut läuft, liebe Zuschauer, dann machen wir das Ganze natürlich dann auch noch mal, wenn die Halligalli ist. Da werden wir wahrscheinlich einen Samstag mitnehmen müssen. Samstag, Nachmittag, Samstagabend auf jeden Fall. Was so mit Liveband oder sowas? Nee, das... ganz normale Musik. So ein bisschen chillige Musik, so ein bisschen Untermalungsmusik. Ja. Und, das soll dann für Familien interessant bleiben. Ja, cool. Nehmen wir mit. Ich sag vielen lieben Dank. Nichts zu danken, gerne. Ich sag mal, allzeit, ne, Corona-Gruß machen wir ja hier mit dieser Camper-Ghetto-Faust. Und dann... fliege ich auch mal rein. Danke für den netten Bericht. Und wir sagen danke. Okay. Wir drücken euch die Daumen, dass es bald wieder richtig losgeht, dass wir dann auch wieder hören können. Es geht los, nächste Runde vorwärts einsteigen, dabei sein. Jo, wir gucken mal. Okay. Ja, den Spot packe ich euch mal rein. Also Kranker Kirmes könnt ihr gar nicht verfehlen. Ob eine Cola trinkt, ein Bierchen. Nee, jetzt aktuell sind sie gerade im Aufbau bzw. im Startmodus. Also nee, wird ja auch täglich dann auch, man muss ja auch immer bedenken, muss ja auch alles desinfiziert werden und Co., wenn die Gäste da waren. Und joa, ich fange direkt da links an. Also mein Favorit ist immer noch Backfisch und gebrannte Mandeln. Nee, hier so ein bisschen auch Palmkulisse. Wenn natürlich jetzt die Sonne scheint, ist das natürlich nochmal ein Tacken geiler.
Und ja, ne, also wie gesagt, Betriebe machen jetzt hier gleich auf. Weil wir müssen ja gucken wegen Corona und Co. Ne, aber ich mag das halt mit diesem Mundschutz nicht und dementsprechend Sondergeschichte. Ne, ihr könnt ja dann auch schön Bistro oder habt ihr dann Crepe und alles mögliche. Ihr kennt das auch richtig, richtig gut, richtig, richtig lecker. Moin! Wenn ihr mit auf die Kamera wollt, ich sage, ich mache ein YouTube-Video von der Kranker Kirmes, die ja leider nicht stattfinden kann. Ja. Und habe ich einen anderen Platz in Kranker. Dann würde ich die Kamera drehen. Das ist dann der Wagen mit dem Slush-Eis und mit dem richtig guten Eismoor. Ihr steht auch in Hattingen. Auch in Hattingen. Ne? Ich kenne nämlich das Gesicht, ne? Und das ist immer so ganz klassisch. Der kurze von mir, der kriegt auch immer einen riesen Eismoor, weil das ist so ein Highlight. Das gehört auch mit zur Kirmes. Also, Mandel, Backfisch, Eismoor und wenn ihr natürlich noch mehr Geld habt, dann könnt ihr euch natürlich noch mehr leisten. Ich sage vielen lieben Dank und drückt natürlich die Daumen, dass die Geschäfte... Wo sendest du das? YouTube. YouTube. Der Wagen steht jetzt vorne, aber ich kann ja gleich nochmal rumkommen oder was, dann kriege ich noch einen Flyer oder was, dann passt das. Oder ich gucke mal, ob ich dann E-Mail schicken kann, kriegen wir hin. So, weiter geht's. Ne, da könnt ihr euch einen schönen Eismoor nehmen, setzt euch hin. Und könnt dann ja so ein bisschen Kirmes genießen. Ich sag mal, jetzt hier keine großen Fahrgeschäfte bzw. kein Fahrgeschäft. Ne, auf den anderen Plätzen, so Düsseldorf und Co. Ne, Dortmund ja auch gerade. Aktuell ist es halt wirklich so, dass dann die Schausteller sich da mit Ideenreichtum dann auch gekümmert haben, dass man so ein bisschen Kirmeserlebnis genießen darf. Ne, für die ganzen Fans, die super gerne Fahrgeschäfte fahren. Ne, auch hier dann nochmal Krakauer Spießbraten, wie man es kennt. Und dann hier natürlich das Fischhaus Lichte. Richtig, richtig gut, richtig, richtig lecker. Auch da, Servus, moin, moin. Moin. Ne, noch sind die Auslagen nicht gefüllt, aber wir sind ja auch früh dran. Das heißt, beim nächsten Mal auf dem heiligen Samstag, Freitag, wir gucken mal, dann machen wir das gleiche Video und dann ist hier Fischware drauf. So. Ich drücke die Daumen, hat alles klappt. Da seht ihr schon, da sind schon die ersten Backfischwaren. Backfische, ja. Die ersten. Die kommen gerade raus. Hier. Nehmen wir mal beim nächsten mit, ne? Ganz frisch und heiß. Ja. Danke. Bitte. So, dann Attacke zum Kasten, Video hochladen und dann wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten Videos und natürlich dann hier auf der Rummelgastro, ne?